Hallo zusammen. Es geht weiter mit Atlas Fallen. Viel Spaß beim Zusehen. Wobei das hier jetzt die Variante Rain of Sand ist, aber es ist ja weiter Atlas Fallen. So, dann will ich hier mal die Höhle ein bisschen untersuchen. Ob es hier noch was Wichtiges für mich gibt. Ich bin ja da vorher runtergeglitscht. Jetzt wahrscheinlich nicht weiter, bin ich tot. Muss ja jetzt hier mit dem Gauntlet, also dem Handschuh, muss ich ja jetzt zu so einem Ritterorden kommen. Der Gauntlet kann sich ja so ganz dünn erinnern, dass er scheinbar mal irgendwas Wichtiges war oder eine wichtige Person war. Angriff? Cool. Gegenstand. Er ist mächtig. Das ist ein Essenzstein. Aha, interessant. Dann nehmen wir den nochmal mit. Und hier. Och so. Ich hab schon gedacht, ich krieg gerade Schaden. Anlegen, erhöht deinen Schaden. Das nehmen wir noch mit, das Dingen. Essenzstein. In diesem Menü findest du deine Essenzstein. Essenzsteine verleihen dir im Kampf Kräfte und Effekte. Jeder Essenzstein muss an einer bestimmten Stelle in der Momentumleiste ausgelöst werden. Der bronzefarbene Rahmen um den Stein zeigt an, dass du gerade einen Rang 1 Stein erhalten hast. Drücke Kreuz, um den Essenzstein im Essenzsteinplatz mit dem bronzefarbenen Rahmen zu platzieren. Aha, Gott. Oh no. Mach ich. Muss ich bewegen hier irgendwie? Ja, jetzt. Gott. Die Symbole unterhalb des Namens eines Essenzsteins zeigen seine Stufe an. Die Anzahl der Symbole ist ein Hinweis auf die Stärke von Essenzsteinen und erlaubt es, sie gegeneinander zu vergleichen. Gott. Die Stufe eines Essenzsteins kann durch Verbessern erhöht werden. Zum Verbessern von Essenzsteinen werden bestimmte Pflanzen und Mineralien benötigt. Außerdem muss Essenzstaub verwendet werden, dessen Menge von der Stufe abhängt, auf die ein Essenzstein verbessert werden soll. Gut, ich habe Flammenblätter. Jetzt fehlt mir aber noch kupferhaltiges Erz und strahlende Blätter. Könnte jetzt wahrscheinlich einen Auftrag, weil da steht Verfolgen raus machen. Will ich aber nicht. Gauntlet-Verbesserung. Amulette im Besitz. In diesem Menü findest du dann Amulette. Jedes Amulett hat einen einzigen Effekt, aber sie können alle dich heilen. Du kannst nur ein Amulett auf einmal verwenden. Ja, gut, hab ja eh nur eins. Blöp. So. Die Macht eines Essenzsteins wird aktiviert, sobald deine Momentumleiste bis zu seiner Position im Momentum gefüllt ist. Also muss ich da auch noch drauf achten. Los! Halte das Momentum im Fluss, um seine Kraft. Ach, muss ich kämpfen wieder. Ich spüre gar nichts gerade. Ich spüre, dass ich dir Schaden kriege. Ja. Schwer zu sagen, ob ich jetzt stärker war. Also das Kampfsystem ist ja eh geil, ganz ehrlich. Muss ich sagen. Da kann ich nicht verstehen, dass dieses Spiel 2023 so schlecht weggekommen ist. Gut, ich habe es ja da nicht gespielt. Vielleicht wurde das... Ist wieder was... Vielleicht wurde, was bist du für ein wilder Willi? Moin. Luft sind schlecht. Was bist du? Ach, auch Stärke, gut. Ich wollte gerade sagen, Gegner der Luft sind schlecht zu treffen.
Was ist das für ein Pilzchen? Nein, was wollte ich sagen? Also ich habe das ja wie gesagt... Das Momentum wird schwinden, wenn wir aufhören, Phantome anzugreifen. Aha, gut. Ich will jetzt mal gucken, was hier noch ist. Aber ich komme hier eh nicht raus. Oder? Da ist noch was. Ne, da oben komme ich nicht durch. Gut. Artefakte halt. Inventar öffnen. Was ist das? Sind meine Artefakte. Hallo, Artefakte. Bierzeug. Gewürz. Artefakt. Wo ist es? Da. Die ein künstlich Bein. Die Prothese ist von allerfeinsten Qualität und sieht einem echten Bein zum Erwachsenen ähnlich. Selbst die einzelnen Zehen sind zu erkennen. Es muss einer reichen Person gehört haben. Ach so. Das kann ich sammeln und verkaufen, Gott. Wie gesagt, ich habe es ja 2023 nicht gespielt. Ich hatte es mir mal in einem Epic Sale gekauft. Dann aber nie Zeit gehabt, es zu spielen. Hab dann aber immer gelesen, naja, es kommt nicht so gut an, das Spiel. Und habe es dann sein lassen. Und habe jetzt vor, ich weiß nicht, Ende Juli, Anfang August gelesen. Allerdings auf Steam. Dass es für das Spiel einen kostenlosen Patch-Upgrade geben wird. Alle Spiele, die es gekauft haben. Und dass die Entwickler von Deck 13, das ist ja ein deutscher Entwickler, die Sachen reingepatcht oder umgesetzt haben, die sich die Community schon vorher gewünscht hat. Wie gesagt, es gefällt mir richtig gut momentan. Es bewegt sich äußerst fluffig. Und da ist raus. Erhöht deine Verteidigung. Anlegen. Dickhäute. Aha. Das muss ich dann jetzt in das... Ist wahrscheinlich auch orange, oder? Ne, ja, ist orange. Das erhöht den Schaden, erhöht deine Verteidigung. Ja, was ist besser? Haha. Erhöht die Verteidigung um 3, Schaden um 3, ja. Gut, wahrscheinlich muss ich da ein paar Stufen da oben noch freischalten, dann kann ich es mit dazu packen. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Und diese Funktionalität finde ich auch klasse. Dass der Handschuh auch sowas kann. Ich spüre einen weiteren Essenzstein in der Nähe. Da hinten ist der Truhe. In dieser offenen Truhe. Das ist zu rot. Wirft einen Hammer auf dein Ziel, der zu dir zurückfliegt und allem Schaden zufügt, was er in den Weg stellt. Das ist rot. Ist auch orange, oder? Alles ist eckig, gut. Du hast einen aktiven Essenzstein erhalten. Aktive Essenzsteine können anhand ihrer Diamantform erkannt werden. Aktive Steine ermöglichen es dir, weitere Angriffe und Fähigkeiten im Kampf zu verwenden. Aha, gut. Drücke Kreuz, um den Stein auszurüsten. So. Zack. Wirf einen Hammer auf dein Ziel, der zu dir zurückfliegt. Achso, das haben wir gerade schon gelesen. Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich Gegner, die ich jetzt ausprobieren muss. Ah, dann muss ich aufpassen. Dann gibt es da was Neues auf der rechten Seite, was ich da mit L2 scheinbar auswählen muss. Im Kampf kannst du aktiv Rang einstellen mit L2 und Quadrat wenden, sobald du genug Momentum generiert hast. Gut. Der hier ist anders. Er hat viel mehr Kraft. Jetzt entfesselt er seine Kräfte. Ich hab mir L2 gerückt. Hallo? Funktioniert nicht. Nochmal. Ah, jetzt muss ich schon länger drücken. Gut. Allein das Ausweichen. Wie meine Nach. Oh, noch einer! Also. Was ist das jetzt? Ja. Da muss man aufpassen, da man gleich das ja immer oder wir mit L2 immer auswählen müssen. Müssen wir auswählen, aufpassen, wann man wie im Kampf L2 drückt, nicht dass man sich heilt, obwohl man den Hammer benutzen möchte. Ah ja, sowas verbraucht also auch Momentum, interessant. Ansonsten muss ich sagen, klasse Spiel bisher. Ich spüre einen Luftzug.
Wir sind nah an der Oberfläche. Also auch die Stimmen der, das hatte ich aber letztes Mal gesagt, der Sprecher, die sind klasse. Das sind ja alles entweder Schauspieler oder Synchronsprecher oder beides. Ich hatte gelesen, in der englischen Variante. Ich spüre Menschen in der Nähe. Echte Menschen wird. Viele Menschen. Also hervorragend. Eine Siedlung. Vielleicht ist es Castrum 7. Kaladrisstation. Wüste Durchgang. Ja, sie ist nicht mehr weit entfernt. Warte. Da vorne ist noch ein Metallgegenstand. Ein Amboss, ja. Wo? Vielleicht fällt mir noch etwas zu den Rittern ein. Wo ist ein Amboss? Ich sehe keinen. Wo siehst du den Amboss, mein Freund? Hier? Ich bin gerade blind. Ich sehe keinen Amboss. Und was ist da vorne? Hier ums Eck? Hier aus der Höhle bin ich rausgekommen. Hier. Wo ist jetzt der ominöse Amboss? Oder da, ach, da unten wahrscheinlich. Da, wo es leuchtet. Gott. Jetzt gucken wir da oben nochmal schnell. Also ich vermute, ich kenne das Spiel nicht. Habe ich auch nicht vorher belesen, das mache ich nie. Denn ich möchte das dann komplett genießen, vom Anfang bis zum Ende, so ein RPG. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier mein Handschuh, der Gauntlet, wahrscheinlich ein sehr mächtiger Ritter war oder ist, der von irgendjemand verflucht oder verbannt worden ist, irgendwie sowas. Weil das Ganze spielt ja hier in der Fantasy-Welt. So, wo ist das Hämmerchen? Ne, Amboss hat er gesagt. Oh. Ich sehe kein Amboss. Da leuchtet. Was bist du, ein Amboss? Halten, heben. Oder da oben drauf ist ein Amboss. Kann natürlich auch sein, sag. So, von der Seite. Von der Seite aus werde ich hochkommen, oder? Ne, wie soll ich da hochkommen? Hallo? Ne, da kommen wir nicht hoch. Also müssen wir außen rumlatschen. Die verlorene Ambosse. Hebe. Das ist der Amboss. Hebe den Amboss. Da muss ich jetzt von der anderen Seite irgendwie drauf. Ne, Moment. Sind da, also wahrscheinlich mehr hier, oder? Ne, hebe den Amboss heißt es ja. Also laufen wir jetzt wieder außen rum. Komme ich von hier aus hoch. Und es scheint ja so zu sein. Hier mein ominöser Gegenspieler. Da ist was, oder? Ist du der Amboss? Hallo? Sag, was machst du hier? Hä? Ach, hat's eingesagt. Schreibwerkzeug, Artefakt. Aber hier ist doch kein Amboss. Deshalb habe ich das jetzt hochgehoben? Ja, ich habe es nebendran hochgehoben, oder? Ja. Verwirrung ist verwirrt. So. Was ist das? Ist das hier der Amboss? Das Riesendinge? Und jetzt? Bist du der Amboss? Hebe den Amboss. Und nur? Jetzt habe ich das hochgefahren. Dass ich hier weiter... Ach, dass ich hier weiterkomme. Ah, ne, hier war noch... Bist du der Amboss? Bist du der Amboss hier? Ja, ist eine Truhe. Kommt auf jeden Fall eine Menge Gold raus, aber... Wozu habe ich das Ding jetzt hier... hochgehoben. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Damit ich mich das Seil spannen kann. Moment. Ist das dafür, dass ich da runter juckeln kann? Ich wüsste nicht, dass sie sich ans Seil... An Seil kann ich mir nicht hängen. Gut. Ja. Hebe den Amboss. Wo ist noch einer? Oder ist das da hinten der Amboss? Oh. Gute Frage, nächste Frage. Da hinten leuchtet auch noch was. Oder gibt das vielleicht einen riesen Amboss, wenn ich das hier alles gehoben habe? Ich schwöre, eine große Macht. Ja. Unter uns. Im Sand. Glück des Amuletts. Es besteht eine mäßige Wahrscheinlichkeit, dass keine Autoren verbraucht wird, wenn du dein Amulett verwendest. Anlegen. Grün. Wo kann ich das denn hinbütteln? Grün habe ich... Ah, nee, ist gar nicht grün. Das ist, Silber.
Oder wollen wir das mal anlegen? Komm. Also, wenn ich diese Teile finde, muss ich dann immer mir genau überlegen, was ich wann wie wo dran baue. Ach, hier ist der dicke Amboss. Das hat er gemeint. Gut, dann wollen wir das mal ausprobieren. Ach, jetzt kommt er da raus. Was? Wer? Ich bin hier. Du siehst mich. Nayal? Bist du das? Ja. Wie aus dem Traum. Dieser im Sand verankerte Amboss erlaubt es mir, mich zu projizieren. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin dir auf ewig dankbar, Nayal. Ohne dich wäre ich Hauptmann Morats Zorn nicht entkommen. Aber jetzt muss ich meine Freundin Finderin suchen. Ich vermute, sie wurde in die Hauptstadt gebracht. Der Mann trachtet dir nach dem Leben. Und die Königin vielleicht auch. Dein Weg birgt viele Gefahren. Dann werde ich vorsichtig sein. Gemeinsam müssen wir keine Angst haben. Erst recht nicht, wenn ich herausgefunden habe, wer ich wirklich bin. Hilf mir, die Ritter von Bastengar zu finden. Hier. Ich spüre, dass ich mit ihrem Wissen mehr über meine Kräfte erfahren werde. Bastengar. Danach finden wir deine Freundin. Eine Suche nach den Rittern? Ich fürchte, dazu bin ich noch nicht bereit. Du hast mich gefunden, Trägerin des Gauntlet. Unsere Schicksale sind miteinander verwoben. Du hast recht, Nayal. Lass uns also zuerst diese Ritter der Vergangenheit finden. Gemeinsam werden wir es schaffen. Nayal, also sie sagt Nayal. Erzähl mir erst mal von den Rittern, bitte. Die Ritter. Erinnerst du dich noch an irgendwas anderes? Ich erinnere mich an eine Gleichgesinnte unter ihnen. Eine Freundin. Aber diese Freundin konnte mich nicht hören. Nicht so wie du. Vielleicht wissen die Menschen in der nahen Siedlung Castrum VII etwas über die Ritter. Allerdings hat sie schon lange niemand mehr gesehen. Wahrheit und Meer sind sich manchmal ähnlicher, als man denkt. Gehen wir in das Dorf. Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Luftsprint, cool. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu sprinten. Wir können fliegen? Nein, nicht fliegen. Eher so etwas wie springen. Probiere es aus und du wirst sehen. Gauntlet Verbesserung. Ah ja. Dann speichere ich. Speichere ich sicherheitshalber mal. Das wusste ich gar nicht, dass ich das an solchen Dingen speichern kann. In diesem Menü findest du den aktuellen Zustand deines Gauntlets. Später kannst du die Fähigkeit des Gauntlets verbessern, sofern du die nötigen Teile gesammelt hast. So. Verstärktes Sprintstück besitze ich und dann kann man das mit 3 Splittern verstärken. Und da unten kann man noch ein Aufdeckungsstück machen und das andere muss ich scheinbar noch freischalten. Ja. Wüste östlicher Durchgang. Aber Rising Pack. Alle im Paket enthaltenen Gegenstände finden sich in deinem Inventar. Aha. Ach ja, stimmt. Das gab's glaube ich auch kostenlos bei Epic damals beim Kauf dazu. Binde ein Stück zur Stabilisierung des Gauntlets. Ja, und wo soll ich das mit vorne an? Das ist halt 115 Meter. Und das andere waren glaube ich, Klamotten, denke ich, die ich da... Kurz gucken, was ich da habe. Rüstung. Und was kann ich da jetzt machen? Rüstung anpassen, anpassen. Ah, Moment. Oh, wie so schnell hier? Kosmetikgegenstände können als zusätzlich Accessoire zu deiner aktuellen Rüstung teilen. Du kannst jeweils nur ein. Dann teste ich das doch mal. Baut sich da so ein Riesending hin? Das sieht aber auch kacke aus, ganz ehrlich. Jetzt an der Brust so ein Teil kleben. Wozu ist das gut? Na ja, komm, nehmen wir das mal. Und da umgestalten. Achso, da habe ich nichts. Weil er doch vorher erzählt hat. So habe ich das jetzt hier. Kosmetischer Gegenstände. Mit der Mönch hier. Ja, jetzt kann ich meine Rüstung umfärben. Ist er in grün? Achso, kann ich nur das da oben. Tja, ich bin eine Frau in rosa, oder? Ich glaube, das grün ist ganz cool. Zack. Aha, ganz modern. Es gab da XP für. Gott. Mehr kann ich da nicht. Gut, vielleicht werden die anderen Sachen... Oh, das sieht ja kacke aus hier. Ne? Mit so einem Ding da. Ich weiß nicht. Ne, das komische Ding da... Ich meine, wenn das nichts bringt.
Ein verzierter Schild. Na komm, weg. Das sieht doof aus. Habe ich dann immer im Gesicht kleben, das Teil. Manche Gegner müssen dafür kämpfen werden mit der 1. Ah ja, Gott. Immer wenn du einen Gegner triffst, wird der Luftsprung wieder aufgeladen, wobei du länger Luft bleiben kannst. Macht sie jetzt nicht jetzt. Einfach kriegen, ein Pferd vorbei das. Konzentriere dich, Trägerin des Gauntlet. Hä? Daneben! Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Jetzt. Ich will noch nicht darunter fliegen, da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Also, man muss springen. Und dann. Halt, hallo? Hä? Ah! Nicht erwischt, scheiße. Noch einer? Ah, jetzt hab ich's. Ah ja, alles klar, gut. Muss man sich erst dran gewöhnen an diese ganzen wilden, also ziemlich wilde Mechaniken. Ach, und jetzt muss ich wahrscheinlich darüber juckeln, oder? Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen. Also, aber für dich kaum noch ein. Ja, dann testen wir das doch mal. Das ist ja cool. Oh, ich kriege aber keinen Schaden, gut. Das ist ja mal krass, Omat. So, und jetzt muss ich wieder rutschen wahrscheinlich. 9 Meter? Da darf ich aber nicht rutschen, oder? Da ist was, oder? Da liegt doch. Soll ich jetzt hinkommen? Naja, was ist los? Hä? Hä? Soll ich das einsammeln? Nayal? Tot. Ach nee, doch nicht. Hey. Doch nicht. Das war Absicht. Kurz ab. Was macht er jetzt? Trägerin des Gauntlet, du musst aufwachen. Ja, schon wieder, wenn das abnimmt. Ist das wieder wie du bist. Danke, Telos, du bist am Leben. Und die Stimme ist klasse. Von dem Sprecher. Was? Zurück! Verzeih mir. Ich wollte dir nur helfen. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Das war eine tolle Show. Ein grelles Licht, ein Luftzug und dann warst du da. Was machst du denn hier draußen? Ich bin nur ein bescheidener Reisender. Mein Name ist Arif. Ganz zu Diensten. Du hast versucht, diesen Gauntlet zu stehlen. Unsinn. Ein Relikt von solchem Ruf wäre viel zu gefährlich, um es zu stehlen. Du weißt also von diesem Gauntlet und seiner Kraft? Woher weißt du davon? Nun, in den Legenden über die Ritter von Bastengar ist davon die Rede. Du kennst die Ritter? Nach ihm suche ich. Dann bist du am richtigen Ort. Der Weg nach Bastengar ist genau dort. Wo? Hinter mir, durch das Tor. Das Tor, das im Sand vergraben ist. Dann gibt es wenig Hoffnung, Bastengar zu erreichen. Ich nehme an, das hängt davon ab, wie groß dein Ehrgeiz ist. Solltest du dich ausruhen müssen, in der Nähe ist dein Dorf. Und nimm dies als Zeichen meiner Aufrichtigkeit. Sie ist nur rudimentär, aber du kannst sie erweitern. Ach, die hat mir jetzt das Stückchen gegeben da. Du kannst mit der Karte interagieren, indem du mit L und R auf ihr navigierst. Wichtige Objekte werden automatisch auf der Karte markiert, sobald du es entdeckst. Cool. Drücke Dreieck, um zwischen den verschiedenen Filteransichten zu wechseln. Mit R3 kannst du die Legende öffnen, auf der du die Beschreibung der verschiedenen Markierungen findest. Mit Kreuz kannst du einen benutzerdefinierten Wertpunkt setzen, der ebenfalls auf deinem Kompass angezeigt wird. Ja, so muss das in einem RPG. Wegpunkt Amboss, Aussichtspunkt Limbo-Portal, Durchgang, Tierhabitat, Schatzfundort, Hauptquest neben des Botengang Gauntlet-Splitter. Die werden mir jetzt aber gerade nicht angezeigt. Ich muss ja einen suchen. Treffen wir uns später im Dorf. Bis dann. So, jetzt geh ich erstmal suchen. Ich muss ja jetzt das Splitterchen finden.
Meine Sinne sagen mir, dass ich diesem Mann nicht trauen darf. Der Weg nach Bastengar liegt hinter diesem Tor. Aber können wir es freilegen? Hast du vergessen, dass du fast dein Leben verloren hättest? Dass der Gauntlet instabil ist? Und selbst wenn es nicht so wäre, ist er noch nicht vollständig. Er hat nicht genug Kraft, um etwas so Großes anzuheben. Noch nicht? Er kann also repariert werden? Dir fehlt noch immer der Glaube, Trägerin des Gauntlet. Aber ja, der Gauntlet kann repariert werden. Seine Stücke wurden über das ganze Land verstreut, als er vor langer Zeit zerbrach. Wenn wir sie finden, können wir den Gauntlet Stück für Stück neu schmieden. Dabei gewinnen wir neue Kräfte und können weitere Ausbrüche verhindern. Lass uns diese Splitter finden, Nayal. Ich spüre ein mächtiges Stück in der Nähe. Mir lag doch was. Mit dem können wir anfangen. Das ist aber eine Pflanze, glaube ich, oder? Das brauche ich nicht, aber hier, das ist ein Pflänzchen, oder? So. Wäre besser möglich. Du bist jetzt im Besitz aller nötigen Materialien. Inventar öffnen. Dann wollen wir das Ding nochmal hier verbessern. Hier. So. Dann habe ich da noch was Violettes, aber das kann ich momentan nicht nutzen. Was ist das? Treffer kristallisiert gesamte. Das sind etwa so lange Gegner mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Ja, gut. Platziert eine Mine, die durch Annäherung ausgelöst wird. Sie verfügt Gegner bei der Explosion Schaden und verlangsamt sie um 5 Sekunden. Ja, gut. Ach nee, das muss ich dahin packen. Ich glaube, halt erstmal den Hammer. Gut. Gut, gut, das lassen wir erstmal. Ja, dann sammeln wir jetzt erstmal die Pflänzchen hier ein. Ach so, und das ist wahrscheinlich. Ja, das wird der Haupt. Eine Hauptmission sein, das Tor da zu heben. Mal auf die Karte gucken. Da muss ich also hin. Da ist der Weg nach Bastengar. Aber ich soll ja jetzt. Ich soll ja jetzt erstmal ein Stabilisierungsstück finden. Da leuchtet was. Vielleicht kann ich es wieder aus dem Boden heben hier, oder? Nee. Was ist das hier? Was kommt da raus? Räucherwerk, gewöhnlich Artefakt erhalten. Aha. Ist auf jeden Fall nicht das, was ich suche. Warum ist auch noch was? Leuchtet auch noch was Schönes? Was zu lesen, oder? Ritter von Bastengar Tagebuch erhalten. Vor hunderten von Jahren standen die Ritter von Bastengar. In einer Zeit, in der nicht nur ein göttliches Wesen das Land regierte, schworen sie den Frieden zu halten. Sie erhielten jedoch nicht nur den Frieden zwischen den Völkern, sondern dienten auch Vermittlung, Organisation und Unterstützung. Gott. Also habe ich jetzt ein bisschen Geschichte mitgekriegt. Da ist die. Die Frage, was ist interessant, dass ich da hochlaufen soll oder erstmal hier gucken. Das Ganze ist mehr oder weniger Open World RPG. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich dann stundenlang hier auf der Map oder mit der Map beschäftigen. Aber ich wollte jetzt. Ja, sehr gut, dass ich hochkam. Ich wollte jetzt ein bisschen, ich sag mal, Decke machen, damit ich weiterkomme. Artefakte hat mir was zu lesen. Das ist ein Gegner oder was? Gerling. Ist das ein Gegner oder? Hier mehr Spieler will ich nicht. Rüstung. Quest. Moment. Das sind nur die Nebenquests. Questgegenstände. Das ist das, was ich geschafft habe. Reise. Da ist der Gerling, den habe ich gesucht. Der Gerling ist wendig und launisch und kann ab und an in Gruppen angetroffen werden. Gerlinge werden nur selten alleine angetroffen. Während einer von ihnen auf ihren Gegner zustimmt und ihn mit Schlägen und Bissen angreift, kann ein zweiter Gierling dem ersten seine Stärke übertragen. Essenzstein. Wenn ein Gegner besiegt oder ein Körperteil zerstört wird, erscheint eine Monumentumkugel, die von dir
oder deinen Verbündeten aufgenommen werden kann. Verschmelzt und macht ein kupferhaltiges Erz. Schattengänger. Dank seiner kompakten Erscheinungsform wird der Schattengänger oft als zahm angesehen. Ein Trugschluss. Der Schattengänger kann mit der Umgebung verschmelzen, wodurch er im Kampf nur schwer zu sehen ist. Er wartet am liebsten im Verborgenen auf seine Gelegenheit zum Angriff und attackiert dich aus dem Verborgenen. Außerdem kann er aus der Ferne Momentum entziehen. Essenzstein. Sandsprung. Stürze dich aus großer Entfernung auf deinen Gegner, unterbrich und füge ihm Schaden zu. Das habe ich noch nicht. Feuerwespe. Die vogelartigen Flügel der Feuerwespe bewerfen die Frage aus, ob er sich äußerlich an andere Tiere angepasst hat, um weniger aufzufallen. Eine Feuerwespe stürzt sich mit einer Reihe an Stichen auf seinen Gegner, wobei er ihn mit seinem spitzen Schwanz durchbohrt, nur um sich hinterher schnell wieder in sichere Entfernung zurückzuziehen. So. Ja, die anderen Gegner. Klar, das. So, das ist das, was ich gerade noch gefunden habe. Hier das Stäbchen. Uraltes Schreibwerkzeug. An alle Bälle voller Gewürze, sie haben noch immer einen schönen Geruch und wecken Erinnerung an edle Gerichte der Vergangenheit. Gewürze wie diese sind im Reich der Sonne selten, da sie die Handelsrouten schon seit Jahrhunderten unterbrochen sind. Der ganze Inhalt ist noch brauchbar. 180 wert. Lange Räucherstäbchen und einem süßen Duft, sie wurden einst im Tempel verwendet. Es handelt sich um ein kleines Bündel. Das haben wir unten noch. Da drüben noch. So. Ritter vom Baske. Achso. Ja, dann. Dann habe ich das scheinbar übersehen. Wenn das nach der Reihe geht. Frage ist, ob das wichtig ist, sowas zu finden. Da oben leuchtet auch noch was. Ist bestimmt wieder was vergraben. Bosschen. Sehe ich ihn jetzt wieder? Und eine Verbesserung. Wieder Spiel speichern. Mehr kann ich ja nicht. Ach, das sind also Speicherpunkte jetzt für mich erstmal nur, oder? Das Tor nach Bastenga. Vor langer Zeit war dies ein Durchgang für alle Menschen. Frauen und Männer, Arme und Reiche. Vielleicht wird es eines Tages wieder so viel Leben sehen. Gut, dann gehen wir wieder weiter. Ich da oben noch gucken, wo der Sand runterrieselt. Neun Orte. Also ein Sandwurm. Ich weiß nicht, ob ich den schon verkloppen kann. Der hat eine 1 dran stehen. Boah. Ich kann ihm ja mal guten Tag sagen, dem Sandwurm. Taucher 1, ja. Wacht er vielleicht diese Pilze hier? Größere Gegner haben mehrere Körperteile, die du zerstören musst. Eine Übersicht über Körperteile und deren Leben befindet sich auf dem linken Bildschirm. Alles klar, da habe ich natürlich jetzt groß hier. An den meisten Körperteilen befinden sich Gänse mit Teilschütze. Die Katalysatorstücke sind rot markiert und der Gegner stirbt, wenn alle zerstört sind. Das Körperteile ohne Katalysatorstücke sind gelb markiert. Sie müssen nicht zerstört werden, um die Gegner zu besiegen, aber ihre Zerstörung erhöht die Chance auf Beute. Siehst du dieses Metallteil? Ohne Kern. Dieses große Phantom ist kleiner. Das macht es komplizierter. Ja, ich treffe da gar nicht dran. Das ist noch komplizierter, ja. Halt so weg. Oh, ich bin Schaden. Was ist?
Modis! Was trinken wir? Und halt fliegen! Macht er jetzt nicht! Macht er jetzt hier! Der tötet mich! Der Modi! Scheiße! Ich bin tot! Ich muss hier weg! Der ist zu stark, Mann! Und da ich jetzt nicht genug rum, kann ich mich nicht heilen, bin tot. Ja. Ja, erledigt, oder? Ja. Nee. Muss weg! Muss mich ganz dringend heilen! Jetzt aber hier. Und das sind ja Kackviecher. Wäre ich hier mal nicht hingegangen. Ich weiß es nicht, ob das gut war. Und man die Viecher auch nicht sieht. Tot. Schade. Gut, also die sollte ich vielleicht noch nicht angreifen. Ist mein Loot jetzt eigentlich weg? Das blöde Taucher, der kann dahin weiter tauchen, egal. Nee, mein Loot ist scheinbar nicht weg. Gut, den lasse ich erstmal Ruhe. Da muss ich mich später drum kümmern. Muss stärker werden, aber das ist gut zu wissen. Ist auch gut, dass das hier kein Souls-like ist und ich dann wieder... Da oben leuchtet, was ich dann sonst wo anfange. Das suche ich wahrscheinlich, das Ding da oben, oder? Das habe ich jetzt erst gesehen. Diesen ominösen Leuchtstein. Oh, das ist wieder was Neues. Das ist interessant für mich. Und wie komme ich da hoch? Kann ich da hochlatschen? Da leuchtet ein Feuerchen, was immer so bedeutet. Können die Sicht von hier oben nutzen, um unsere Umgebung zu kartieren. So, und jetzt kartiert. Moment. Ja gut, da ist ein Amboss. Also ich muss solche... Was ist das hier? Amboss-Höhle, das heißt, den habe ich benutzt, oder? Östlich wüst. Oder ist es kaputt, wenn er durchgebrochen ist? Den Amboss habe ich doch schon benutzt. Hier war das blöde Viech, was ich gerade versagt habe. So, da oben leuchtet was. Ich gucke mal an dem Feuer. Ob ich das Feuer ist, einfach nur, dass ich da weitergehen darf. Oder? Ja, machen kann ich da nichts. Perlmuttmoos. Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel so schlecht angekommen ist. Weil... Ruin. Da. Das Stück, das ich gespürt habe. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Gegner, weil das hier alles rot leuchtet. Jetzt muss ich kämpfen, oder? Es ist von etwas umgeben. Er scheint durch einen Zauber geschützt zu sein. Vorsicht, Phantome! Oh, ich sehe keine. Schläge umwandeln. Also, du kannst mit L2, R2, kannst du alle Momentum ausgeben und einen mächtigen Angriff auszuführen, zerschmettern, verursacht großen Schaden, kristallisiert deinen Gegner. Wir müssen jetzt zerkloppen. Zerschmettern ist erst nach dem Aufsteigen verfügbar. Je mehr Momentum du hast, desto stärker wird der Angriff. Er verändert sich, wenn du noch einmal aufsteigst. Die blaue Umrandung der Lebensleiste zeigt an, dass dein aktuelles Ziel durch Zerschmettern besiegt werden kann. Den muss jetzt... Wo ist er? Ach, den Willi! Der Klassomat! Der ist viel mächtiger. Ich merk's! Deine Willi, die kriege ich nicht. Ich häng da fest.
Ah, nee, greif gar nicht rein. Ich muss erst die kleinen Sterne da. Oh, 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 Brody! Trinken! Mutti, trink was! Mutti, trink nichts. Jetzt. So. Bist du fertig jetzt, mein Freund hier? Jetzt kannst du das Stück an dich nehmen. Was trinken, so. Gut, dann nehme ich das jetzt an mich. Und jetzt geht wahrscheinlich auch die rote. Verstärktes Sprintstück erhalten. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Aber das Stück, das du gefunden hast, ist immer noch inaktiv. Es braucht genug Splitter, die richtig in den Gauntlet geschmiedet sind. Nein. Kannst du diese Splitter auch spüren? Ja, ich zeige es dir. Darf ich das einsammeln? Drücke D-Pad nach unten, um Nils Sinne zu aktivieren. Wenn sie aktiviert sind, werden Zielmarkierungen der Hauptquest. Ja, perfekt. Das ist das genau sowas brauche ich. Siehst du die Lichtstrahlen? Jeder ist ein Splitter, der nach dir ruft. Nach dem Gauntlet. Können wir das Tor zu den Rittern freilegen, wenn wir sie haben? Ja. Und damit auch mehr Kräfte. Mehr Erinnerungen. Also, das ist alles etwas viel für mich. Ich brauche deine Hilfe. Der kannst du dir sicher sein. Dir darf nichts geschehen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, nutze meine Sinne. Die werden dir den Weg zeigen. Den Amboss raus. Also die Ambosse sind gleichzeitig Speichersteine, dass ich selber speichern kann. So, Rüstungsverbesserung. Das kann ich jetzt verbessern. Da habe ich jetzt diese kleinen Steinchen. Werden Rüstung verbessert, erhöhen sich gerade gut ihre Machtstufe. Die Machtstufe deiner Rüstung ist mit der Stufe deiner Gegner vergleichbar, wodurch du ungefähr einschätzen kannst, wie schwer ein Kampf sein wird. Also hätte ich diesen Wurm eigentlich schaffen können. Rüstung werden mit Essenzstoff verbessert. Halte Quadrat gedrückt, um deine Rüstung zu verbessern. Aber das mal tun. So, und die Rüstung verändert sich von der Optik her, aber ich möchte weiter so aussehen, wie ich aussehe. Perks. Durch das Verbessern der Rüstung hast du Perk-Marke erhalten. Du kannst im Perk-Menü Perks freischalten. Aha. Ist ja Wahnsinn. In diesem Menü kannst du deine Perk-Marken verwenden. Die Perks freischalten und verbessern. Perks sind dauerhafte Kräfte, die unabhängig von deiner aktuellen Rüstung immer aktiv sind. Na, supi. Schalte jetzt deinen ersten Perk frei, indem du die Perk-Marke ausgibst. Halte Quadrat gedrückt, um den Perk freizuschalten. Ja, also das mag sein, dass das mit der Grund war, warum viele gesagt haben, das Spiel ist nichts für mich. Denn man muss natürlich ziemlich viel bedenken. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Das erleichtert mich sehr. Mich auch, Nayal. So. Wann haben wir denn auch schon wieder ewig Zeit rum? Also ich muss da irgendwie runter, ohne zu sterben. Moment, muss ich noch was tun? Ne. Was muss ich da noch tun? Das wieder nein. Wir haben ein Stück des Gauntlets. So, alles klar. Aber wir brauchen auch die Splitter. Ich kann dich zu ihnen führen. Und dann bringen wir sie zu einem Amboss. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um da. Ich muss ja da. Ich das da oben auf die Türmchen. Geradeaus, links und rechts von mir. Ich mache jetzt mal Nayals Scannung. Ich werde dir meine Augen leihen. So. Der Turm hier vorne, oder die beiden Türmchen hier vorne, die könnten ja auch relativ einfach zu erreichen sein. Das sieht aus wie eine zerstörte Stadt. Aber der hintere, aus dem Grund würde ich sagen, der hat 44 Minuten gespielt. Ich mache einen Cut, sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.